Oh, und da hat sich direkt eingesnackt hier. Oh nein, meine Bananen! Engine Stop! Ah, Hilfe! Die Fiasse! Ich hab das Floß kurz gestoppt. Blut verloren. Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Raft mit Nefias. Hallo! Hallo, Nefias. Eine neue Runde. Eine neue Wahnsinnsfahrt. Auf richtigen Kurs sind wir wieder. Ja. Ihr habt es euch gewünscht. Wir werden rutschen. Das war letzte Session, ne? Kannst du dich noch erinnern? Ich habe keine Planken mehr. Soll ich dir welche runterwerfen? Nee. Gleiche Stelle, gleiche Welle, Nefias. Ich habe nur die Motoren nochmal ein bisschen nachgepumpt. Ich hab gleiche Welle, gleiche Stelle wieder runtergeworfen. Du bist der Plankendealer. Soll ich unsere ganzen... Ja, habe ich jetzt einfach gemacht. Ich habe unseren ganzen Tang verbraten. Kannst du sonst das Eisen hochbringen, das Eisenerz? Sicher, den ganzen Tang. Wir brauchen manchmal auch Seetang zum Craften, ne? Nicht immer nur das Glibber. Das ist zu spät jetzt. Manchmal braucht man halt auch den Seetang. Das ist jetzt zu spät, habe ich gesagt. Okay. Man braucht lieber nur den Clipper. Ja, bei den Flossen zum Beispiel brauchst du Seetang. Ja, das, wie gesagt, es ist ja zu spät. Ich sag ja nur. Nicht, dass es hinterher heißt, warum hast du mir nichts gesagt? Mann, ey, warum hast du mir nichts gesagt eigentlich? Sie hättest du früher sagen müssen. Es sei denn, wir haben unten noch Seetang. Weiß ich nicht. Brauchen wir noch irgendwas für die Insel? Nee, ne? Ja, Seetang. Für Flossen. Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt ist alles verbraten. Da ist halt echt nichts mehr. Ja. Was soll denn das? Hi. Oh, und da hat sich direkt eingesnackt hier. Oh nein, meine Bananen! Engine Stop! Ah, Hilfe! Die Fiasse! Ich hab das Floß kurz gestoppt. Blut verloren. Vor allem, wieso schmeißt du immer deine scheiß Sachen vom Bord? Weil ich plötzlich Q drück. Warum drückst du denn auch Q? Ich hab den Motor noch mal ein bisschen. Da kommt eine Insel. Ja. Ist das unsere Zielinsel? Das ist nicht unsere Zielinsel, aber gehen wir auch rauf. Wie, hast du die Engines aus jetzt, oder was? Nee, ist an. Ist an? Oh, ist an. Komm her, Glibber. Ich trockne dich wieder in der Sonne. Na, vielleicht haben wir da einen Riff. Das wäre doch schon mal ganz gut. Aber hey, wir haben 8 Glibber. Ja, du, haben oder nicht haben? Darüber hast du nicht nachgedacht, ne? Wir können uns aber Stoffflaschen machen. Gib ruhig zu, dass du darüber nicht nachgedacht hast. Darüber hast du nicht nachgedacht, ne? Was ein Sack, ey. Ich hab übrigens unseren gesamten Seetang in die Öfen geworfen. Ich wollte vor allem, wollte ich dich vorher noch fragen. Fahr mal ein bisschen links. Boah, Mann, du hast wahrscheinlich geklickt und dann so, oh, hätte ich vielleicht vorher fragen sollen. Und? Haben wir einen Riff hier drunter? Ja, haben wir. Keine Schuld bewusst. Du entscheidest, wann du Anker wirfst. Ja, ein bisschen nach rechts noch. Das ist aber auch ein Seegang hier. Anker geworfen? Jetzt. Sehr gut. Wir haben auch irgendwo... Oh, hier ist auch ein Loch mittlerweile. Was ist denn hier los? Ich hab hinten schon eine Reihe wieder dran gebaut. Echt? Ja. Damit er hier nicht an das scheiß Ding kommt. Achso. Also er schwimmt da. Wir haben noch einen Köder. Wir haben ja noch zwei, ne? Guck mal, die Bäume da oben, da sehe ich schon wieder Bäume, die kannst du abbauen. Ja. Also ich geh rüber dann, oder was? Ich komm mit, warte, ich baue mal auch eine Axt. Ich geh rüber. Du kannst da tauchen in der Zwischenzeit. Könnte ich. Okay, ich tauche. Ah, du musst den Köder werfen. Ja, ich mache eben meine Tasche leer. Und essen muss ich auch. Okay, ja, ich hatte alles.
baue ich mal direkt hier die Bäume ab. Dich. Aber Früchtekompott gibt dir so einen grünen Balken. Ah, da gibt das andere Zeug auch. Ah ja. Das machen die gekochten Sachen, glaube ich, immer dann. Deswegen lohnen die sich so gut. Das lohnt sich allgemein, also den Topf zu benutzen. Glaube ich. Da müsste man jetzt natürlich den Kosten-Nutzen-Faktor ausrechnen können, ne? Ich glaube, da lohnt sich das bei Kartoffeln und Rüben am meisten. Jetzt habe ich natürlich nicht den Fischkompott und so ausprobiert. Ja, aber der Fischkompott, der lohnt sich zeitfaktormäßig schon wieder nicht, glaube ich. Dauert das so lange? Ja, wenn du die ganze Scheiße erst angeln musst. Das stimmt natürlich. Wäre halt geil, wenn man in so ein Fischernetz auch die Fische reinkriegt. Gibt es nicht so einen automatischen Fischer? Glaube ich nicht, ich habe noch keinen gesehen. Wie in Minecraft! 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 Ich sammle gerade mal ein bisschen Tang. Jetzt bald mal wieder Minecraft. Oh, viel Seetang hier. Ah, ich komme hier nicht hoch, Alter. Ich komme hier nicht hoch. Oh, hier ist ein Mangobaum. Gleich mal abbauen. Manchmal siehst du in der Masse von Seetang den Seetang nicht. Leuchtet doch weiß, oder nicht? Ja, aber wenn da so viel ineinander wächst, siehst du das nicht. Hopp. Rote Blume. Oh. So. Bruce hat den Köder aufgefuttert. Ich muss erstmal zurück aufs Schiff. Oh, ist das geil. Hier war eine Kiste, waren 20 Planken drin. Das ist geil. Was ist hier drüben? Oh, da ist noch ganz viel Seetang hier auf der anderen Seite. Wenn er den nächsten Köder hat, sagst du Bescheid, ne? Er hat auf jeden Fall unser Boot jetzt. Safe. Hast du ihm einen auf die Nase gegeben? Ja, er kommt hier hin und beißt erstmal ins Schiff rein, ey. Vorher hat er nur an mir geknabbert, weißt du? Ein kleines Appetitteppich. Da kommt so. Der Nachtisch. Achso, willst du wieder rüber, wenn er einen Köder hat, oder was? Weiß nicht, hier ist noch ganz viel Seetang. Würde ich sonst auch mal reinjumpen. Ja, aber warte, ich muss eben kurz... Ne, du regelst deins, dann warte ich so lange. Köder hat er in der Hand. Deins am Insel warte ich dann erstmal so ein bisschen. Hast alle Bäume schon weg? Ja. Fleißiger Gorobei, fleißiger Gorobei. Fleischig ist er, fleischig. Fleischig. Wenn man mal richtig fleischig. Ah! Oh mein Gott. Bist du runtergefallen? Nicht ganz. Oh mein Gott. Richtig fleischig ist er. Oh mein Gott. So. Oh, ha. Köder. Fertig? Ist er schon dran? Nee, ich werf ihn jetzt. Köder liegt. Hai ist dran. Ja, los geht's. Fleischig. Hä? Hier ist ja gar nichts. Also hier sind die ganzen. Hier ist so viel Seetang, aber der ist noch nicht fertig. Ja, dann war das die Ecke, wo ich abgebaut habe schon. Echt? Bist du einmal um die Insel geschwommen? Nee, ich bin einmal links rum. Oben die Kiste auf der Insel hast du schon? Ja, ich habe alles. Okay. Insel ist fertig. Nehme ich Sand und Ton nochmal mit, ne? Ja. Yeah. Jetzt, wenn ich hier bin. Oh, hier ist noch. Hier ist Seetang. Awesome. Als nächstes machen wir uns nochmal Sauerstoffflaschen, ne? Oder? Ich habe eine Höhle gefunden. Doch nicht. Ich wurde verarscht. Das sah aus wie irgendwas. Ja, ich glaube, die Insel hatten wir schon. Die hatten wir schon mal. Die hat sich nur regeneriert. Der Hai ist vom Köder weg, by the way. Mist. Dann hat er mich gleich. Unter unserem Boot war ganz viel Seetang noch, habe ich noch mitgenommen. Ja, hat er mich.
Bin wieder drauf. Die eine Engine war noch an. Die sind beide noch an. Oh. Alleine. Oh. Hehe. Flossen! Ja. Hier, das für dich. Für deine Mühen. Seetang! Und hier das auch. Mango! Und das hier auch. Puh, Sauerstoffflasche wird aber teuer jetzt. Echt? Weiß ich nicht. Muss gucken. Da brauchen wir 10 Glibber. Eine Flasche. Oh, für eine Flasche brauchten wir was? 4 Glibber. Das heißt, wir brauchen 18 Glibber. 8 Glibber. 18? Ja, oder nicht? Ich hab 5 Seetang. Wir brauchen nur 18, oder? Warte mal, du wir brauchst. Wir brauchen 2 Flaschen. Dann brauchen wir 8. Dann brauchen wir 8. Für die Sauerstoffflasche brauchen wir, warte. Für die Sauerstoffflasche brauchen wir 5. Das sind dann 10. Dann brauchen wir 18. Ja. Aber ganz ehrlich, auf der Insel brauchen wir keine Sauerstoffflasche. Das stimmt. Das stimmt. Ich mach nochmal hier die Engines voll dann, ne? Kannst du ja auch mal anmachen direkt. Und den Anker legen. Lichten legen. Okay. Hochziehen. So, wir sind on the road again. Mhm. Bist du am Steuer? Ja. Bist du Steuermann Nephias, oder? Ja. Was ist denn das hier? Guck. Milch? Haben wir schon Haihappen? Haben wir sowas? Wir haben das Haifleisch aufgebraucht, ne? Aber ist Haihappen nicht was anderes? Ne, es ist auch was zu essen. Oh, apropos Haihappen. Beim nächsten Verrechse, beim nächsten bist du dran. Ja, ich glaube wirklich, dass er beim nächsten dran ist. Ich glaube auch. Warte mal, wir können die Palme abholzen. Kannst mal die Palme wedeln. Soll ich Mangobaum pflanzen? Ja, machen. Ich habe gerade 20. Wir haben hier, warte, in der Kiste hier haben wir 40. Also ich habe jetzt hier 40 Planken, 52 Planken habe ich hier gerade. 52. Das ist einiges. Okay, ich habe 12 in der Tasche. So. Also wir haben, also Planken haben wir jetzt wieder ein bisschen. Ja, bisschen. Das hat sich wieder ein bisschen erholt. Das ist ganz gut. Hier ist noch ein Hammer oben drin. Ist das deine? Kann sein. Ich habe mir mal einen gebaut gehabt, aber. Hm. Ich habe jetzt einen im Inventar. Ende vom Lied, wir haben wieder 3 Hammer oder so. Ist ja egal, wenn wir nochmal sterben, haben wir halt 9. Kurz gucken. Einfacher Fischtopf ist ja blöd, weil da brauchst du genau dieselben Fische wie für den Köder. Da brauchst du ein Ei. Nee, ich würde sagen, von den Eintöpfen ist wirklich so der Gemüsetopf der lohnenswerteste, weil die Kackkartoffeln und Rüben kriegst du hinterher geworfen. Die wachsen halt auch so schnell. Ja. Das ist halt hauptsächlich das. So. Dum, 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 dum. So ein Heimkinosystem wird hier auch drauf fehlen. Ja. Shit, ich hab Hunger. Real life oder in-game? Im In-game. Brauchst du Essen? Ja. Komm her. Suppe oder Fisch? Ja, einfach irgendwas. Ich kann mich nicht bewegen. Danke. Du hast die Flossen noch an. Ja. Große Insel in Sicht. Danke. Ich habe echt die Flossen noch an. Okay, habe ich ja noch mal gerade so überlebt. Der Tod hat schon an der Tür gekratzt. Hat schon geklopft. Jetzt, wo wir hier die Engines haben, könnten wir hier vielleicht noch mal 2 Netze hinmachen oder so.
drumherum, ums gesamte Floß. Ja, was brauchen wir da nochmal für Netze? Planken. Planken? Planken, so. Seil und Nägel. Ja. Das geht eigentlich. Habe ich mal gebaut jetzt. Ich denke mir halt, dass wir hier zum Beispiel, da hast du ganz gut eingebaut. Und hier kommen dann Sachen rein noch. Glaube ich ganz cool. Die werden da so reingeschaufelt. Wir müssen die Engines auch mal symmetrisch machen. Und am besten, wir machen die noch ein Stück, also die eine hier, die linke noch. Wir reißen das gesamte Floß nochmal ab und bauen es neu. Ja, schon dicht dran auf jeden Fall. Würde Sinn machen. So Minecraft. Lass uns das alles nochmal abreißen und schön machen. Oh, da ist ja die Insel. Ja, sie ist schon da. Heftig. Währenddessen sammle ich hier noch links und rechts die Wasserkartoffeln und Rüben ein. So, du erzählst der Insel, wir sind wieder da. Bereit für Runde 2. Los, penetrier uns doch! Los! Hast du eine Ahnung, wo der Eingang war? Vor uns, glaube ich. Das sieht zumindest so aus, tatsächlich. Dass wir einfach nur einmal in der eine Richtung weggefahren sind, ja, und jetzt wieder zurückgefahren genau, sind. Oder? Genau das vermute ich gerade. Mega lame. Das wäre aber auch sehr passend, weil die eine Insel, die wir hatten, das ist 100 pro die wir schon mal hatten. Aber warum haben wir die denn nicht oben die Kiste weggemacht und so? Die ist neu gespawnt, wette ich für. Weil unten diese Unterwasserhöhlen, wo ich dachte, ich habe eine Höhle gefunden, die hatte ich letztes Mal nämlich auch. Genau die gleiche Konstruktion. Echt? Ja. Ja, und da ist der Eingang. Genau so gefahren wie es da. Sind wir nicht von der anderen Seite gekommen letztes Mal? Nee. Ja doch, ein bisschen mehr von rechts, glaube ich. Oder ist da der Eingang? Doch, das sieht so aus. Müssen unser Boot auch mal wirklich schnelliger machen. Da links, doch. Oder nee, ist ein anderer Eingang. Guck mal. Ein anderer Eingang. Das ist aber die Insel, ne? Ja, das ist die Insel. Dann steuern wir drauf zu, dann können wir gleich mal ankern. Guck mal, wir können da reinfahren. Das ist ein Parkhaus. Oh. Parkhaus? Soll ich rückwärts fahren? Wir können rückwärts einparken. Ja, auf jeden Fall drehen am Ende, sodass wir nochmal rauskommen. Soll ich Engines drehen oder was? Nö. Jetzt? Nee. Gleich aber, ne? Ja. Jetzt. Voll geil. Endgeil. Jetzt musst du mir sagen, wie ich fahren muss. Ja, du musst noch ein Stück. Du musst den Anker gleich legen. Du musst noch ein Stück nach rechts. Also nach links. Ja. Oh, krasses Stück. Egal, ich mache Anker schon mal. Er ist doch gut. Ich stelle die Motoren schon ab hier. Das ist ein anderer Eingang. Oh, ich bin gespannt, du. Ja, da schwimmen wir dann schnell hin. Kriegen wir hin. Nächstes Mal, würde ich sagen, ne? Ja. Nächstes Mal sind wir ready. Und jetzt wartet dann Wal unten und frisst uns hin. Sind wir ready für die Liebe. Nächstes Mal. Für die Bärenliebe, meinst du? Für die Bärenliebe. Ich gehe nicht mit meinem gesamten Zeug da rein. Ich gehe mit meinem gesamten Zeug da rein. Ich habe keinen Bock nochmal auf den ganzen Scheiß. Ich nehme alles. Alles mit. Alles. Biokraftstoffraffinerie? Ja! Wollte ich gerne bauen. Rohkost und Honig zu Biokraftstoff. Der Hai knabbert, kann das? Ja. Zu spät. Wo ist er denn? Ja, er war hier. Wir müssen die Engine hier mal beschützen. Mehr kann ich nicht. Wofür ist denn die Biokraftstoffraffinerie? Das weiß ich nicht. Bestimmt für die Engines hier. Aber wenn wir Honig brauchen, brauchen wir ja die anderen Dinger noch, die Bienen. Weißt du? Bienen? Machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal machen wir das, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben da lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut erstmal rein. Ciao.